Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Tank Mechanic Simulator hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und hier steht unser KV2, der in der Lackiererei wirklich noch eine schöne Lackierung hatte, aber draußen auf unserem Testplatz sah sie nicht ganz so gut aus. So, welche Option haben wir denn jetzt überhaupt hier mit diesem Panzer? Analyse, Inspektionsmodus? Nee, das wollte ich nicht. Modulmenü? Nee, nee. Innenraumoption? Nee. Warte mal. Panzer bewegen, Panzerwerkstatt, Legerei, Hinterhof. Panzer. Na gut, dann werden wir erstmal die Werkstatt bewegen. Irgendwo konnte ich doch den Panzer verkaufen, ne? Ich wollte jetzt mal gucken, was uns dieser Panzer bringt, wenn wir den verkaufen. Lager? Nee. Es gab übrigens einen größeren Patch. Ich weiß es noch nicht. Wo konnte ich denn den Panzer verkaufen? War das doch hier im Tablet? Panzermuseum, Organisator? Nee. Finanzbericht, nächster Bericht. Bringe bitte Tanks im Museum, Prestige 4. Okay, lege Ticketpreis fest. Beachte bitte den hohen Preis, der Besucherzahl beeinflusst. Einem aus Tickets 0. Derzeit hat keiner dort was besucht. Naja, gut, dann stellen wir KV2 dann. Hatte aber. Gab es nicht die Option, diesen döseligen Panzer irgendwo zu verkaufen? Der Montagemodus bringt uns überhaupt nichts. Ich konnte doch den anderen, den konnte ich doch irgendwo verkaufen, oder? Bin ich. Na gut. Nee. Na gut, dann geht er jetzt ab ins Museum. Ausstellungsraum. Zack. Warte mal, nee, warte. Werkstatt, Lackiererei, Hinterhof, Parkplatz, doch, Ausstellungsraum, Platz 2. So, okay, dann stehen da schon mal zwei Panzer drin. Na gut, ich hätte jetzt gedacht, ich hätte irgendwo mal gesehen, dass ich die Dinger auch verkaufen kann, aber vielleicht habe ich das ja auch nur fehlinterpretiert. Kann ja möglich sein. Neue E-Mails prüfen. So. Na, braucht einer Hilfe bei der Renovierung, bringt uns 13.000. Na gut, da braucht einer Hilfe, es bringt uns 71.000, ist ganz hoch. Und das ist ein Panther wieder. Oh, ich habe den Panther in dem einen Dings falsch geschrieben. Oh Gott, oh Gott. Hier mal ein Tiger aus Führung 1, da müssen wir normaler machen. Einen Wolverine, auch normal. Ja, komm, wir nehmen einen Wolverine. Wir nehmen einen Wolverine an. Den haben wir noch nicht gesehen, glaube ich, oder nur kurz mal. Und dann gucken wir mal, was das Schönes ist. Und, ach guck, das ist ein Wolverine, wunderbar. Und ja, der ist auch schön rostig. So, wir sollen den, was sollen wir den bringen? Das ist gar nicht so viel, ne, auf 36, ne. Gucken wir nochmal, Tablet ist T, genau. Organisator, Reparaturzustand 40%. Montageteile sind genügend dran. Dann würde ich sagen, machen wir hier wirklich die einfache Variante, dass wir dann erstmal mit dem, Dingsbums ins Kirchen hier drüber gehen. Oh, haben sie jetzt die Geräusche leiser gemacht oder so? Nur austauschbar. Achso. Da brauchen wir dann die Flex zu. Das ist echt wesentlich leiser, ne? Ich hole mal ganz kurz den Sandstrahler gleich. Wollen wir uns mal den an, wie der sich jetzt anhört. Oder ob sie die Geräusche jetzt weggepatcht haben, weiß ich nicht. Also es gab heute einen. Ja, ist deutlich leiser, ne? Da kann ich ja jetzt in den Einstellungen das ein bisschen höher machen. Dass ich das noch lauter höre. So. Da noch rangehen. Ja, ich warte jetzt eigentlich darauf, dass ich dann nachher den nächsten Panzer demnächst irgendwann ausbuddeln kann. Also da denke ich mal, in die Richtung werden wir dann gehen, dass wir da häufiger mal Panzer ausbuddeln und dann einfach renovieren und mal komplett auseinandernehmen. Also ich würde ganz gerne natürlich mal die ganzen Tiger-Teile in der Tasche haben, beziehungsweise das Geld haben, um den Tiger nicht zu kaufen, sondern also die Teile, quasi den Panzer planen. Und dann müsste ich ja eigentlich, bis auf die Wanne, glaube ich, alles selber bauen können. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich die Wanne auch selber bauen kann. Das wäre natürlich irgendwie auch ganz lustig, wenn man jetzt die ganzen die Wandteile und sowas sich alle selber dann craften könnte aus dem Schrott, den man draußen hat. Also so ein Panzer from the scratch quasi selber bauen. Das hätte natürlich auch noch was Schönes.
Muss man ehrlich mal sagen, also da würde ich dann auch wieder jubeln. Nee, doch, das hatten wir schon mal, ne? Mit dem, was da so rostig durchguckt hier, diese Kisten und Commander-Kisten und so, das kennen wir doch. Naja, gut, also da könnte man natürlich auch viel Spaß mit haben, ne? Wenn man das dann sowas selber mal alles zusammengeschäften kann, muss man mal gucken, was das kostet an Rohstoffen und an Teilen, ne? Wir brauchen, also Tiger wäre natürlich was, Panzer 4 würde auch gehen, ne? Das ist eigentlich das Arbeitstier damals, der... ach, das ist nur austauschbar, das hatten wir schon mal. Das kennen wir doch, das kennen wir doch, dass er nur austauschbar ist. Und... wo war ich hingeblieben? Achso, dass ich das ganz toll finden würde, wenn ich das dann selber komplett aufbauen könnte. Ja, doch, muss ich sagen. Könnte mir gefallen. So, die Musik haben sie lauter gemacht im Hintergrund auf jeden Fall. So, was hat der Panzer jetzt für einen Reparaturzustand von 22%, okay. Dann denke ich mal noch ein bisschen Sandstrahlen da dran und dann können wir vielleicht den Motor nochmal rausholen. Und dann sollte... also am Motor noch einfach bloß rausziehen, Rost abmachen, dann sollten wir die 40% locker erreicht haben. Erleicht. Was ist denn heute los mit der Zunge? Ei, die wird's gar nicht doch eins. So, da ist für die Rostentfernung noch komplett. Also da müssen wir uns jetzt auch nicht ganz so viel Mühe geben hier bei dem. Der ist nicht für uns, der ist nicht für unser Museum. Ich konnte doch die Panzer, oder kann ich die nur verkaufen, wenn die im Museum stehen? Das kann doch auch sein, dass ich die im Museum... oh, 85% Rostentfernung, das ist ja sauber. Kann ich die wirklich nur, das kann natürlich sein, dass ich die nur dann loswerde, wenn ich da im Shop sozusagen das, im Shop sei schon im Museum stehen, die Panzerchen. Ah, das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das sogar nur da ging. Dass ich das wirklich verrissen habe oder überrissen habe mit dem. Naja, okay. Auch nur 78% raus. Na, lass mich raus. Aus der Entfernung. Da haben wir auch wirklich unsauber gearbeitet. Ja, wir schlüren doch ein bisschen. Ganz doll schlüren wollte ich eigentlich nicht. Aber jetzt könnte man hier noch die Farbdose nehmen und den Rest jetzt, oder das hier erstmal grundieren, dass wir jetzt alles gesandstrahlt haben. Ja, ich sag, wir brauchen 40%, also so schlimm soll man es, also übertreiben brauchen wir es ja nicht. Wir wollen ja schnell das Geld verdienen. Darum geht es uns ja. Und gut, ja. So sieht's aus. Also diese ganzen Partikeleffekte, die schaffen es echt, den Rechner an den Rand zu bringen, ne? Merke ich gerade wieder. Huch, na. Wolltest du nicht runterschmeißen. So, gut. Ich nehme jetzt noch schnell die Lackierdose hier. Rühre mal ein bisschen Grundierung drüber. Und dann sollte sich das hier relativ schnell... ja, die ist noch wieder, die geht schon wieder von der Lautstärke, also das ist schon, naja, muss ich mal gucken. So, 38% haben wir. 39. Da wird hier dann noch ein bisschen was eingesprüht. Und das Nönchen noch. So. Oh, hier die Front können wir auch schon rundieren für den Nachmieter, hätte ich was gesagt, also für den, was denn hier, das sind immer ziemlich viele Teile, die ich glaube ich hier gleich erwische. So, jetzt haben wir gleich 42%, hat er sich wieder hochgerechnet, sehr schön, gut, huch, verdammt, wieder fallen lassen das Ding, so, in die Grube fallen, Häschen in der Grube, Entschuldigung, so, dann würde ich sagen, drücken wir jetzt T. Wir können das Ding so wie es ist jetzt, ne, wir erfüllen hier den Auftrag, abschließen und dann haben wir ihm ordentlich geholfen. Wir haben 300 Prestige. Das ist Prestige, ne? Ja. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann gucken wir mal, ob es neue E-Mails gibt hier. E-Mails prüfen, brauche Hilfe, Angebot, Reparatur. Ah ja, das ist wieder was anderes. Okay, bringt 22. Es wäre aber auch schon wieder ein M10 Wolverine. Naja, komm, dann nehmen wir noch einen Wolverine-Auftrag an, dann machen wir hier den Wolverine-Tag draus. Ist ja nicht weiter schlimm. So, was ist das Ziel? 45%. Dann kommt er wahrscheinlich genauso rostig wieder an hier, ja. Ja. Da würde ich jetzt aber eine andere Methode anschließen. Oder, sagen wir mal,
auswählen. Ich würde jetzt hier einfach mal alles demontieren, was ich demontieren kann. Und würde dann quasi das demontierte Zeugs einfach durchreparieren und mal gucken, wie viel Geld mich das kostet. Ah, das kann ich jetzt so nicht, weil ich hier das erst rausbauen muss. Okay. Und das geht nicht. Um das Element zu montieren und demontieren, warte. Ach, das muss auf dem Ständer entstehen, okay. Gut, wir müssen einen Turm ziehen. Das ist ja kein Problem, kriegen wir ja hin. Dann müssen wir erstmal ganz kurz hier aus diesem Menü raus. So, dann so, dann hier das Modulmenü. Motor raus. Modulmenü, Turm ab. So, und jetzt können wir hier weiter sozusagen demontieren. Oder auch nicht. Jetzt habe ich da irgendwas drin demontiert. Visier. Geht auf die Luke. Okay, achso, ich muss das Visier unten erst abmachen. Damit ich oben den Luke rauskriege. Alles klar, okay. Nö, ist okay. So, dann bauen wir hier noch ein paar Lämpchen ab. Und dann werden wir die einfach durchrenovieren. Und mal gucken, was uns das kostet. Weil wir bekommen ja 22.000 für den Auftrag. Und ich sag mal so, das ist ja schon mal nicht schlecht. Und so lernen wir dann auch den Panzer so ein bisschen von innen kennen, was er so alles hat hier. Tausende Kisten. Wieso hat denn der so viele Kisten? Was ist denn da los? Da ist aber ein ordentlicher Kistensammler drin. Box für Munition. Ah ja, guck mal, da ist die Munitionskiste. Könnte ich mir eigentlich auch mal für World of Tanks merken, wo die hier ihre Munitionskisten haben. Vielleicht stimmt das ja. Und dann kann ich aber World of Tanks nochmal da an diese Stelle hinzielen. Oh, Feuerlöscher geht auch raus. Noch eine Kiste geht raus. Die Teile müssen natürlich alle wieder einbauen, ne? Das ist klar. Also ich glaube, da gibt es auch kein Vertun. Da werden sich, oder weil wir ja den Teilebestand jetzt reduzieren an diesem Panzer, wird sich sicherlich der Besitzer sonst beschweren, wenn wir das nicht wieder alles dran bauen. Wir dürfen wahrscheinlich keine Teile behalten. Da haben wir noch ein paar Gleisketten drüber. Ach, hier haben wir sogar Schräubchen. Wieso kann ich hier eine Schraube nicht rausschrauben? Weil die fest ist, ja? Die muss ich. Das ist denn so eine Schraube, die ich hämmern muss. Ah ja, okay. Moment, wir holen mal den Hammer. Das. Jetzt haben wir das erste Mal einen Einsatz für einen Hammer. Ho, Hammer die Hammer. So. Oh, nochmal hier gucken, aber das kriegen wir doch wohl hingehämmert hier. Oh. Nee. Feini fein. So. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob die Gleisrutsche dadurch kaputt gegangen ist oder ob ich sie jetzt in der Tasche habe und. So kann ich das hier nicht weiter auseinandernehmen. Was ist denn da jetzt das Problem? War die nächste Schraube fest gerostet oder was? Ach, ich muss den Bolzen erst rausnehmen. Erst den Bolzen, dann das Laufrad. Das sind ja echt viele Einzelteile hier. Das muss man ja mal sagen. So, hier die Aushängevorrichtung noch. Da ist auch wieder eine Schraube fest. Ich nehme mal den Hammer her. Also erstmal können wir jetzt die funktionierenden Bolzen hier rausmachen. So, ich brauche mal einen Hammer. Zack, abgefallen. Sehr schön. So, jetzt ist aber die Frage, das muss ich jetzt mal nachgucken, wenn ich jetzt ins Lager gucke hier, ob ich eine Aufhängevorrichtung besitze. Da habe ich wahrscheinlich schon mehrere abgebaut hier. Zustand 1%. Okay, wenn ich jetzt alles auswählen sage und dann sage, ich möchte gerne eine Reparatur anordnen. Bis Lackierung kostet mich das 1043. Das ist ja nix. Gott, echt nix. Gut, dann bauen wir noch ein bisschen mehr ab hier erstmal. Das ist natürlich hier wieder alles mit sehr viel Gleit. Keine Ahnung, die will schon wieder nicht. Bolzen raus. Bolzen raus. Das ab. Sind aber auch etliche Teile hier, ne? Die Aufhängung, die ist schon komplizierter hier bei Wolverine. Da kann man ja nichts gegen sagen. Hier unten kann man noch was abbauen. Haben hier noch so schönes drin. Den Hebel. So, jetzt geht's da oben weiter.
Er hat auch schon wieder, sagen wir mal, festsitzendere Schrauben. Oh, nee. Da wollen wir draufhauen. So. Das rumpelt. So, okay. So, dann können wir jetzt hier weitermachen. Bolzen raus. Laufrad raus. Aufhängung raus. Sohle raus. Eieieiei. Gott, das ist aber jetzt so wirklich. Also der Hammer-Einsatz ist jetzt hier aber ja doch enorm. Achso, ich muss hier da raus aus dem Menü. So, dann kann ich hier den Hammer nehmen. Und dann können wir hier sauber daneben hauen. Ah ja. Oder gleich beide Schrauben mit einmal werde ich hier gemacht. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Kann ja mal passieren sowas. So, dann haben wir noch eine Gleiskette. Da haben wir noch eine Montage. So, ein Reibrad. Gut. Aber schön, dass wir so viele Teile haben. Das finde ich schon mal ganz gut. Da geht sich was. Da hat man Spaß. So, den Bolzen raus. Aufhängungsarm raus. Montagehaltung raus. Aufhängung raus. Und, au, da gibt es auch wieder Bolzen, die nicht gebolzt werden wollen. 3 Stück jetzt. Puh, das ist ja, pro Aufhängung wird es ja immer einer mehr. Darf ich mal ganz kurz den Hammer anfassen? Danke. Gib mir mal den Hammer her. Der hat doch den Hammer, locker. Was? Boing, Bolzen raus. Und Bolzen raus. Nicht getroffen, den Bolzen. Und ihr wisst ja, immer zu Geräuschdämmungszwecken, ne? Also wenn ihr mal Nagel in die Wand haut, so, ihr zu Hause, ne? Damit ihr den Nachbarn nicht so ganz doll ärgert dabei beim Poltern und Klopfen mit dem Hammer. Immer schön den Daumen oben auf den Nagel tun, ne? Und dann auf den Daumen hauen. Dann hat er erstmal eine große Fläche, wo er drauf... Ach Gott, ist das böse. Aber habt ihr erstmal eine große Fläche, wo er draufhauen könnt. Und halt eben, dann ist das auch nicht ganz so laut für den Nachbarn. Ne? Wenn ihr da so draufhaut, dann ist das Geräusch gedämmt. Okay, ja, nein, natürlich nicht. Ne? Also, der alte Mann erzählt dir Blödsinn. So, jo, dann gucken wir mal hier unten. Da können wir noch ein bisschen einen Abschlepphaken abbauen. Hier kann man einen ganzen Auspuff abbauen und noch einen Abschlepphaken. Was hier alles noch dran ist. Ein Reibrad. Sehr schön. So. Oh, hier haben wir noch den ganzen Motor. Ist das hier auch? Also, das ist ja alles mit Hammer-Einsatz hier, ne? Eieiei. Na gut, das ist halt so, ne? Dann bauen wir jetzt erstmal so weit auseinander, dass wir überall dann mal mit einem Hammer drüber klopfen können. Dann brauchen wir einen Hammer erstmal nur einmal in der Hand nehmen. Einen Hammer haben wir nicht. Oh, jetzt stehe ich hier oben drüber. Das könnte auch schwierig sein. Das runter. Das raus. Das raus. Dann kann das raus. Dann der Bolzen raus. Das kann raus. Das kann erst raus, wenn ich die Gleisrutsche habe. Und das auch. Ein Bolzen zu fest dran. Okay. Und dann müssen wir das hier vorne auseinandernehmen. Ja, das ist nicht nötig für diese Reparatur. Ich weiß, ich hätte jetzt auch einfach alles da am Fahrzeug machen können wieder. Aber ich wollte das jetzt mal hier so ein Wolverine nochmal auseinandernehmen. Dann werden wir die Teile alle durch reparieren. Und wir gucken mal, wenn das bis zur Lackierung uns unter 3000 kostet, dann arbeite ich das auf bis zur Lackierung. Und dann kriegt er halt schon eigentlich mal einen recht guten Panzer wieder zurück. So, den Bolzen raus, den Bolzen raus. Und jetzt müssen wir mal den großen Bello holen. Den schönen hier, den, was ist das eigentlich für ein? Ist das ein 5er oder ist das ein 10er? Also mit Stiel hat auf jeden Fall 10. Ich glaube, es ist ein Metallstiel sogar. Ah, das tut auch weh wie Sau, denn wenn du mit Metallstiel zupelzt. Komm. So, das ging schon mal hier leicht ab hier. So, da haben wir auch ein Teil ab. Und dann müssen wir hier mal noch drauf. So. Und den Bolzikowski hier. Er kriegt auch noch gleich eine. So.
Gut, da wollte ich jetzt, naja, wir müssen unsere Schlagtechniken natürlich üben. Ja, damit wir dann auch anständig treffen immer. So, da haben wir auch etliche Bölzchen noch drinne. Na, zwei, die wir da wegboxen müssen gleich. Kriegen wir aber auch hin. So, dann können wir das wegmachen. Das wegmachen. Also das ist wirklich sehr häufig jetzt, ne? Das kenne ich so, haben wir das noch nie erlebt. Also beim KV2, den wir wirklich ausgebuddelt haben. Der war ja wirklich, sagen wir mal, human dagegen, ne? Also man hätte jetzt auch erwarten können, dass dann hier ein paar... Nee, nicht fallen lassen den Hammer. Mann, was machst du denn immer? So. Bumm. Krach. Krabum. So, da hört man wenigstens mal, dass hier gearbeitet wird in der Werkstatt. So. Gut, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich weiß jetzt auch nicht, habe ich noch ein paar Teile hier drin? Doch, hier oben haben wir noch ein Motorgehäuse. Das lässt sich auch ganz gut entfernen. Dankeschön. Jo, komm mal raus. Da ist auch eine Schraube angerostet. Was ist denn hier nur los mit den angerosteten Schrauben überall? Das Gute ist, man kann das ja auch ausbauen. Ich brauche einen Hammer nochmal. Haben sie jetzt die Häufigkeit erhöht? Kann das sein? Ich hoffe, dass die Teile nicht alle verschwunden sind danach, ne? Das wäre fatal. Guten Tag. So. Nö! Apnoe! Was sind denn noch zwei? Das gibt's doch nicht sowas. Ihr wollt mich doch ärgern hier alle. So, Werkzeuge können wir noch rausnehmen. Rücklicht können wir abnehmen. Noch ein Rücklicht. So. Okay, jetzt brauche ich noch wieder einen Hammer. Hammer haben wir hier. Hammer haben wir alle. Off. In so einer Panzerwerkstatt darf man aber schon mal mit so einem schönen Hammer arbeiten. Das ist schon ganz richtig so. So, dann Hammer wieder mal ablegen. Und dann können wir hier den Kühler noch rausnehmen. So sieht das doch schon mal ganz gut aus. Dann haben wir hier noch einen Sitz. Der muss ja auch nicht drin sein. Hier haben wir noch einen Schalter. Also ein Schaltgestänge. So, ein Schaltgetriebe. Das sieht aber auch fürchterlich groß aus. Eine Kiste. Und noch eine Kiste. Ich könnte fast glauben, die haben wir zu verkaufen. So viele Kisten, wie die haben. Das sind doch Trinkerhalter hier. So, sehr schön. Dann nehmen wir jetzt mal den Rosti hier. Ich bin Rosti, der Schneemann. Und halt ihn mal hier dran an die Ecke. So, dann sollte die Rostentfernung fertig sein. Dann nehmen wir hier die Sandbestrahlungskiste. Und Sandstrahlen mal den ganzen Laden. Dann ist das hier gleich blitzeblank. Blitzeblank. Upsala. Dann nehmen wir die Farbsprühpistole. Und hauen hier mal Grundierung drauf. Und so, dann machen wir mal X. Lackiermodus. Dann haben wir hier schön das. Was kriegt der? Panzergrün kriegt der, okay. Gut. Kann ich mit leben. Sieht erstmal nicht schlecht aus. So, dann sehen wir die Flaschen hier. Das sieht doch alles schon mal viel, 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 viel schöner aus. So, dann hat er einen Panzer. Oh, guck mal, hier ist so ein Teil. Man abbauen kann. So, dann hat der Panzer doch jetzt aber. Die Wanne sieht doch schon mal wieder tippitoppi aus. Würde ich sagen, da kann man doch schon mal wieder ein Panzerwanne zu sagen. So, jetzt wenn wir hier noch alles ausbauen. Ah, jetzt muss ich eigentlich alles bis zur Lackierung. Ein Lenkrad. Na gut, kann man ja mal im Turm haben, sowas. Ein Lenkrad. So, Optik. Kiste. Das Gute ist, dass wir nachher nicht die Kisten alle identifizieren müssen. Wir brauchen wirklich nur alle anklicken, reparieren, fertig. So, jetzt müsste dann vorne die Geschützturmblende noch sein. So, ist noch da irgendwas draußen angebaut, was abzubauen geht. Was ist das hier? Box für Munition. Box für Munition. Werkzeugtasche. Ich hätte das ja als Gewicht gesehen. Noch eine Werkzeugtasche, da oben ist noch irgendwas. Halterung für Pistole. Okay. Moment.
Müssen wir da oben nochmal rein. Da ist noch ein Stuhl. Aber ich glaube, das war es dann auch. So, dann können wir jetzt hier auch ganz kurz einmal die Komplettbehandlung machen, ne? Nehmen wir hier einmal den Jungen hier. So. Meißeln den Rost runter. Sehr schön. Dann haben wir hier den Sandstrahler. Huch. Das ist natürlich nicht so gut, wenn das immer wieder runterfällt. So, und dann können wir hier. Sind wir noch in einem Lackiermodus? Da passiert ja nicht viel. Wir müssen erst grundieren, bevor wir lackieren können. Gut, das erstmal bis hierher. Sieht da erstmal ganz gut aus, was da aus dem Panzer geworden ist, würde ich sagen. Wir werden jetzt nochmal die Reparatur in der Hosentasche anstreben. Ne? Also wir machen jetzt mal in... Klick, Lager. Wolverine. Alles auswählen. Jetzt haben wir hier wieder ein paar Sachen, die wir nicht ausgewählt wurden, automatisch mit. Also müssen wir doch einmal durchgehen. Und von Hand nachklicken. Das ist, will mir nicht in den Kopf, warum, wenn man unten alles auswählen klickt, er einfach nicht alles auswählt. Dann brauchen wir noch keinen Knopf machen, alles auswählen, Leute. So, vor allem, wenn man wirklich jede Zeile durchgehen muss. Dann lupen wollt ihr nicht. Hier. Anderen Kotflügel, Bolzen. Da haben wir noch wieder, was ist das hier alles? Ach, Laufräder, okay. Dann haben wir die Sitze, dann haben wir den Kettenrad, Kettenstift, das Lenkrad. Komisch, ne? Und das nimmt er das nicht, ne? Also das ist mir einfach, das ist einfach merkwürdig. So, ich glaube, eine Motorabdeckung habe ich jetzt keine mehr gesehen. Weiß nicht, ob die Teile kaputt gehen, da, auf die man so gehämmert hat. Hier nochmal eine Motorabdeckung gesehen. Wir haben hier den Luke. Da ist das Ding. Aber die Teile, die wir abgehämmert haben. Doch hier. Motorgehäuse, da sind sie. So, wenn wir die jetzt zur Reparatur anordnen, mäßigen, bis zur Lackierung würde uns 4600 kosten. Erforderliche Zeit 35. Komm, hau einfach los. Mach das mal fertig. Und wir gehen in der Zwischenzeit mit dem Endroster an den Motor. Und entrosten den Motor hier noch. Da fehlen uns sicherlich auch ein paar Teile. Aber dann ist ja schon einmal entrostet worden hier. Und der wird dann einmal gesandstrahlt und dann sollten die Teile alle fertig sein. Und dann werden wir in der nächsten Folge das Ding wieder zusammenschrauben und alle Teile anbauen. Ja, ich bin ein bisschen davon ab, dass ich immer ganz viel Geld oder sowas verdiene damit. Also das haben wir jetzt natürlich hier mit dem Auftrag, wenn wir jetzt hier nicht reich oder nicht viel reicher. Aber immerhin haben wir, ja, also einmal ein Wolverine quasi von außen bearbeitet. Und jetzt haben wir nochmal von... Also komplett entkernt und alles toll gemacht da dran, damit dann alles super ist. Und wir kriegen ja jetzt sogar schon hier wieder ganz gute Panzerreparaturwerte hin. Also wenn wir den anbauen da alles, dann geht da was. Aber richtig gut. So, der hat nicht genügend Rost entfernt an dem Teil da oben. Okay. Wirklich hier dieses, keine Ahnung was es ist, Abgaskrümmer. Ah ja, der Abgaskrümmer, der ist nicht sauber Rost entfernt. Da müssen wir nochmal dran. Und ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und so ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.